erinnere mich an Gummersbach in zwei Dinge. Erstens war ich immer als Referendar vom Amtsgericht. Da gab es aber das neue, schöne Neue noch nicht. Das ist wirklich toll geworden. Da können wir jetzt in Köln noch eine Scheibe von abschneiden. Wie in so vielen Dingen. Und das Zweite ist, dass ich hier auf einer Demonstration war, eine Bustour. Bustour damals, ich glaube November 2020 war das. Da durfte ich auch mal ein paar Sachen, ein paar Worte reden. Das Thema heute war der Rechtsstaat. Und das ist ja auch ein Anliegen, das ich von Anfang an ja irgendwo auch hochgehalten habe. Am Anfang im Stillen und dann später dann auch öffentlich, weil ohne Rechtsstaat geht es nicht. Ja? Es funktioniert nicht. Ohne Rechtsstaat haben wir keine Grundrechte, wir haben keine Menschenrechte. Und das ist das Wichtige. Deswegen brauchen wir diesen Rechtsstaat mehr denn je. So sehe ich das zumindest. Und Hans-Jürgen Papi, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, als noch ein richtiges Verfassungsgericht war, der hat vor ein paar Tagen erst gesagt, in einer kleinen kurzen Rede im Rahmen der sogenannten Denkfabrik, da war auch die Kollegin Hamid vor Ort, er hat gesagt, es muss immer rote Linien geben. Und das ist das Wesen eines Rechtsstaats. Der Rechtsstaat ist nicht dafür da, dass Regierungen irgendetwas durchsetzen gegen die Bürger, sondern der Rechtsstaat ist zugunsten der Bürger da. Und das ist das Verständnis, was viele, viele eben nicht mehr haben. Der Rechtsstaat dient dazu, dass wir Bürger unsere Rechte geltend machen können. Und dazu gehören ganz klar. Und dazu gehören eben diese roten Linien, die Hans-Jürgen Papier in seiner Rede betont hat. Und er ist damit komplett dem entgegengetreten, was unser Bundeskanzler gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, es darf keine roten Linien mehr geben in der Corona-Zeit. Ein unmöglicher Satz, den ein Bundeskanzler hier gesagt hat. Und der wird auch irgendwann, so denke ich, davon gehe ich aus, als absolutes Negativbeispiel in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen. Und er wird dafür irgendwann auch politisch zumindest zur Rechenschaft gezogen. Ich bin jetzt tatsächlich im 21. Jahr meiner Anwaltstätigkeit und ich habe dann vor Corona 18 Jahre war ich tätig. Ich habe aber wie so viele, und da sind wir uns glaube ich alle einig, wie alle kritischen Juristen in Deutschland, dass wir so ein Versagen der Gerichte in der deutschen Nachkriegszeit der BRD noch nie erlebt haben. Ein komplettes Totalversagen, insbesondere der Verwaltungsgerichte. Auch das hat Hans-Jürgen Papier zumindest sinngemäß so gesagt. Er hat gesagt, es war ein Versagen, und insbesondere auch des höchsten deutschen Gerichts, nämlich des Bundesverfassungsgerichts. Und das ist etwas, was wir mit Sicherheit vielleicht irgendwann mal verzeihen, aber niemals vergessen wird. Und das wird auch weiterhin das Thema sein. Und wir haben die kritischen Anwälte sind relativ früh aufgestanden. Wir haben wirklich alles versucht, was geht. Jeder in seinem Bereich, jeder hat versucht, insbesondere im Verwaltungsgericht, in Eilverfahren, irgendwas zu erreichen, das zu stoppen, was wir damals schon gesehen haben. Und wir waren sehr positiv damals im Sommer 20, wir haben es aber nicht geschafft, weil wir sind an der Macht, an der faktischen Macht der Gerichte gescheitert. Wir haben eben nicht die Macht. Wir haben dieselbe Ausbildung wie die Richter und Staatsanwälte. Alle Juristen, also Anwälte, Richter, Staatsanwälte, haben dieselbe Ausbildung. Ich habe selbst, so darf man es sagen, und so heißt es auch, die Befähigung zum Richteramt. Ich bin noch kein Richter geworden, sondern Anwalt auf der anderen Seite. Aber wir sind an der Macht der Gerichte gescheitert. Und das ist das, was uns natürlich im Nachhinein frustriert. Wir waren auch zu wenige. Wir wurden nicht gesehen, nicht gehört. Und dafür müssen wir uns aber nicht entschuldigen, sondern wir können nachher sagen, wir haben es wenigstens versucht. Wir haben alles versucht, was geht. Wenn man
schon sagt, Grundrechte sind Abwehrrechte, dann werden sie von ganz vielen schon blöd angeschaut und gelten als Rechts und Nazis und weiß ich, was da alles ist. Aber verdammt nochmal, wer das nicht verstanden hat, dass Grundrechte Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Der wird vielleicht morgen auch sein Grundrecht auf was weiß ich wahrnehmen wollen und auf einmal hat er eine andere Meinung und er wird dann merken, dass wenn man hier nichts tut, wenn man das nicht verändert, dass er genauso betroffen ist. Siehe jetzt zum Beispiel die ganzen Menschen aus der Friedensbewegung, die von heute auf morgen auf einmal auch in eine Ecke gestellt wurden, wo wir auch gestanden haben. Und auch für die gehen wir dahin und sagen, so geht es nicht, Grundrechte müssen Abwehrrechte bleiben. Und es darf niemals in Zweifel gezogen werden, dass das so ist. Denn so haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes das auch tatsächlich verstehen wollen. So haben sie es auch geschaffen. Die haben ganz tolle Sachen gemacht, da müsste ich jetzt hier referieren, das will ich nicht, das wird zu lange dauern, das wird auch zu langweilig. Wo da die einzelnen Feinheiten sind, daran, wo man erkennt, was die alles da tatsächlich Kluges eingebaut haben. Aber damit beschäftigt sich leider keiner mehr. Insbesondere keiner, der in der Politik sitzt und dann und auch in der Presse, muss man ganz klar sagen, die verstehen es nicht. Wenn man das aber versteht, ist der Satz, Grundrechte sind Abwehrrechte, absolut nicht mehr diskutabel. Und da diese Grundrechte nicht mehr als Abwehrrechte so wahrgenommen und behandelt wurden, hat Hans-Jürgen Papier, ich zitiere nochmal den ehemaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten, das ist jetzt nicht irgendwer, hat irgendwann mal von der Erosion des Rechtsstaats gesprochen. Und genau die haben wir hier festgestellt. Das war vor allen Dingen von den Verwaltungsgerichten so. Damit aber nicht genug. Wir haben noch viel Schlimmeres erlebt. Wir haben erlebt, dass Maßnahmenkritiker, wie ihr hier, und ich habe gerade noch was erfahren, mit Strafverfahren regelrecht überzogen wurden. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich so viele Strafverfahren in ganz Deutschland machen würde. Ich habe aber irgendwie keine andere Wahl mehr gehabt, weil es ging nicht. Es war schreiendes, himmelschreiendes Unrecht. Insbesondere was Demonstrationsverbote angeht und Handlungen auf Demonstrationen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und jetzt auch Versammlungsleiter, Teilnehmer, die zu Versammlungsleitern gemacht werden sollen, was möglicherweise strafbar ist, wenn man denn die Demonstration nicht anmeldet und. Und was da passiert ist, ist genau das, was ich verstehe. Das ist mein Gebiet und ich habe für mich festgestellt, dass hier eben viele, viele Grundsätze des Rechtsstaats, die also der Abwehr dienen von uns Bürgern gegen die Übermacht des Staates, dass diese Grundsätze einfach nicht mehr gelten, nur in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Auch das habe ich erlebt vor Gericht, massenweise so oft wie nie zuvor, dass das mit Füßen getreten wurde. Oder politische Motive bei der Strafzumessung. Da stellt ein Staatsanwalt auf, mehrere. Einer hat sich nicht impfen lassen, hat irgendwie wohl einen Impfpass gehabt, der nicht ganz so in Ordnung war. Und der Staatsanwalt will eine harte Strafe, weil dieser Mensch sich unsolidarisch verhalten hat. Da habe ich dem Staatsanwalt gesagt, gucken Sie mal in § 46 StGB, da stehen die Maßstäbe für die Strafzumessung, die für und gegen den Angeklagten sprechen. Da steht aber nichts von unsolidarischem Verhalten. Und das sind die Sachen, die eben passieren. In diesen Zeiten leben wir. Aber ich weise immer darauf hin, dass das nicht geht. Und manchmal erreiche ich die Kollegen, also Kollegen heißt in dem Fall Juristen, Staatsanwalt, Richter, manchmal nicht. Das ist vielleicht menschlich und nicht systembedingt. Dennoch werde ich es weiterhin so versuchen. Und ich denke, dass wir da langsam aber sicher ein wenig mehr Erfolg haben. Ein Kollege hat es mal genannt. So bezeichnet, wir müssen Richterohren öffnen. Das ist ein langsamer Prozess. Genau, bin ich ganz bescheiden, weil ich immer, diesen Satz könnte ich auch für mich nehmen, aber ich spreche den Kollegen zu, weil er war wunderschön. Und ich handle auch danach. Das muss eben stetig sein, steter Tropfen hüllt den Stein. Und das wird noch ganz, ganz lange dauern. Wir werden vielleicht am Ende Erfolg haben, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Aber es gibt auch andere Länder hier, die eben
da schon eine Aufarbeitung vollziehen, die Grußgelder zurückzahlen, sie in Slowenien, oder wo Politiker sich entschuldigen. Das passiert in Deutschland natürlich überhaupt nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr hier seid, dass ihr das fordert, dass man das immer und immer wieder klar macht, dass das nicht geht. Und immer wieder klar macht, man kann verzeihen, aber niemals vergessen. Und ich möchte... Hier in Deutschland, und das ist sehr auffällig, soll das alles unter den Teppich gekehrt werden. Kanzleramt hat letztens gesagt, nach der Forderung eines Untersuchungsausschusses, für uns ist das erledigt. Das darf nicht passieren, das darf nicht sein. Wir müssen sich endlich verdammt nochmal dafür entschuldigen, was sie den Bürgern hier angetan haben und den Menschen hier ihre Grundrechte eingeschränkt und zum Teil sogar ganz weggenommen haben. Diese Entschuldigung muss man fordern und die muss... Deswegen muss man diese... dass es eine juristische Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen gibt. Vor Gericht, was ist verhältnismäßig und was nicht. Aber man muss auch eine gesellschaftspolitische Aufarbeitung vollziehen. Und dazu gehört eben nicht, dass man sagt, das ist für mich erledigt, nicht wegducken und wie auch immer. Nach dem Krieg hat man das auch gesagt. Ist doch alles vorbei. Und da mag sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen. Irgendwann gab es nämlich dann mal hoch. Irgendwann haben die Kinder gefragt, was habt ihr damals eigentlich gemacht? Und das wird hier genauso passieren. Da bin ich fest von überzeugt, weil diese Auswirkungen dieser Zeit, die haben wir noch gar nicht alle übersehen. Und wir sehen im Moment noch, dass alle Menschen ganz glücklich sind, dass sie draußen in der Sonne im Spätsommer sind. Aber ob das noch schlimmer wird, und ob das der Grundstein war, wir werden sehen. Das wird die Geschichte zeigen. Ich möchte noch ein Ton zum oder ein Wort zu Julian Assange sagen. Ja. Es ist erschreckend, wie sich die Politik hier wegduckt. Ja. Es ist erschreckend, wie sich auch meine Kollegen im Rahmen von den Organisationen wie Anwaltskammern, Richterbund und dergleichen wegducken und hier keine Forderungen an die Politik aufstellen. Das Mindeste, was ich verlangen kann von unserer auch Außenministerin, dass sie zumindest sagt. Ja, aber das ist so. Ich bin ja hier in Deutschland. Ich kann natürlich die britische Regierung auffordern, zu sagen, lass den frei. Oder was auch immer. Wer da jetzt zuständig ist, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber wir sind in Deutschland und wir haben Gewicht. Sollten wir eigentlich haben oder hatten wir mal. Wie auch immer. Und wenn ein Gericht in Deutschland hingeht und ganz offenbar einen, ich glaube aus Albanien stammte er, der aus England gekommen ist, der dorthin nicht abschiebt, einen Straftäter, weil das Gericht davon überzeugt ist, dass die Haftbedingungen in Großbritannien so schlimm sind, dass man es dem nicht zumuten kann, dann muss man hier in Deutschland zumindest mal hingehen und sagen, als Außenpolitiker, lasst Julian Assange frei. Alleine deswegen. Überlegt, dass ich durchaus zweifle an dem, zumindest was ich weiß, von der Tat des Julian Assange. Wenn ich davon ausgehe, dass das, wenn er das hier getan hätte in Deutschland, möglicherweise sogar gar nicht strafbar gewesen wäre, weil er als Journalist tätig gewesen wäre und irgendwelche Sachen veröffentlicht hätte, dann ist es ja noch viel schlimmer und dann muss man erst recht unsere Politik hingehen und die Freilassung von Julian Assange, und zwar die sofortige in England oder in Großbritannien fordern. Und dazu stehe ich auch, da stehe ich auch absolut dahinter. Es ist ein Skandal, auch was die Presse angeht. Auch die Presse hier schweigt komplett zu der unhaltbaren Situation, die da entstanden ist in England. Es ist ein Kollege und der muss sofort freigelassen werden. So. Ich möchte noch enden mit einem Zitat von Helmut Schmidt, dem wohl in der Nachschau beliebtesten Bundeskanzler, den wir, glaube ich, hier hatten. Wobei, wenn man den heute zitiert, ist man auch schon wieder Nazi oder rechtsaußen, rechtsradikal, da muss man ja auch schon wieder aufpassen. Ja. Ja? Aber er hat immer kluge Sachen gesagt und einen Satz hat er auch zum Rechtsstaat gesagt, den möchte ich gern zitieren.
Der Rechtsstaat hat nicht zu siegen und der Rechtsstaat hat auch nicht zu verlieren, sondern er hat lediglich zu existieren. Und das ist das, was ihr hier fordert und das ist auch richtig so. Er muss zumindest existieren, bevor er dann überhaupt funktionieren kann. Und wenn er nicht mehr so existiert wie wir, wie ich es erlebt habe, dann läuft was schief und deswegen geht weiter auf die Straße. Vielen Dank. Dankeschön. Von Büchern und zwar einerseits Bücher, die rein journalistisch sind, aber auch das Buch Gedankensex mit einem Patrioten, weil die Kunst viel besser aufklären kann als reine Fakten, weil da auch das Gefühlsleben erreicht wird.